Gericht. Immer ein anderes Gericht. Es geht los, Julian. Geht los. Ja, Action, Action. Krass. Also immer echt ein anderes Gericht. Immer ein anderes ist das Gericht. Ist das der Ansatz? Auch? Ja. Wir wollen ja. Achso, wo stehe ich? Willst du? Willst du links oder rechts? Überall. Also ich fühle mich hier so gezwungen, dass ich was mache. Ja, komm, dann geh mal darüber. Aber wo habe ich jetzt die Kochtüte hin? Ja. Die hatte ich doch vorher. Ist das nicht die? Nee. Das ist die Dummy-Tüte. Hier? Die? Nee. Nee. Steht auf dem Kühlschrank. Ach, das meinst du ja, ne? Das ist. Das meinte ich. Es wird wahrscheinlich nicht das erste Mal. Okay, ich kann ja auch. Oder nicht das letzte Mal sein. Kann ja helfen. Kann ich irgendwas machen. Nee. So, jetzt. Du bleibst hier stehen. Yes. Dann fühlst du dich nicht genötigt, ständig Sachen. Ja, aber ich kann auch was machen. So. Moin. Moin. Ich bin Chris, das ist Julian. Wir sind hier bei Chris Kochtüte und Julian ist heute mein Gast. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass du es geschafft hast. Ja. Hast du Hunger? Ja, tatsächlich ein bisschen habe ich. Tatsächlich ein bisschen. Es ist 15 Uhr, es ist so eine komische Essenszeit, deswegen. Ja, ich hab tatsächlich, musste noch ein bisschen was essen, aber ich habe auch nicht viel gegessen. Sehr gut, weil wir essen jetzt was. Yes. Es gibt, du durftest es aussuchen. Yes. Du hast dich für Mac and Cheese entschieden. Ja. Wusstest du, was es ist? Ich hatte erst so ein Philly Cheese Sandwich im Sinn, weil das so aber Mac and Cheese auch geil. Nee, aber das ist auch ja, so am Style. Wegen Mac und Burger. Macaroni. Genau. Ach so, aber jetzt verstehe ich, wegen Mac. Ja. Mac. Ja, aber perfekt. Nee, wir machen Mac and Cheese, das ist auch so ein ganz klassisches, ich sag mal, Ami-Mikrowellenessen. Das gibt es in Amiland in so Döschen, da macht man dann kochendes Wasser dazu, dann schiebt man es in die Mikrowelle für 3 Minuten. Und schmeckt dann geil. Guckt man sich, ja genau. Und dann schaut man sich ein Footballspiel an und wird dicker und freut sich. Ja. Hast du in Amerika mal gelebt? Oder da mal ja, so? Ja, Tatsache. Ich war mal ein Jahr da. Ach geil. Wo? Ich war da in der Highschool, also da war ich so 18. Und ich war, man hat ja so den Traum dann, ne, wenn man so mit 17 sich so bewirbt für dieses ein Jahr lang dann Highschool in den USA, dann denkt man so, boah, geil, New York, Los Angeles. Ich war so mitten im Nirgendwo. Oh. In Indiana. Mhm. Das ist so mittlerer Westen, Indiana, in einem kleinen Örtchen, 30.000 Einwohner und ich. Okay. Und dann so, okay, schade, ist nicht Manhattan geworden. Aber ich muss sagen, es war hammergeil. Hast du da die Dinger gegessen, die Gerichte, das erste Mal? Ja. Okay. Ich bin hin, jung, dynamisch, sportlich und ich kam zurück so mit dicken Backen. Ja, wirklich. Und Erfahrung. Weil dieser, mit viel Erfahrung und dicken Backen. Ja, geil. Nee, ohne Scheiß, weil dieser Lebensstil, also ich mache echt viel Sport, ich habe auch da so krass viel Sport gemacht, aber einfach den Lebensstil, den die da haben, du kannst nur zunehmen. Und ich habe noch Sport gemacht. Wenn du gar keinen Sport machst, bist du voll Opfer. Ja, wirklich, so. Es waren 7 Tage, hat er die Woche und wir waren bestimmt 4 oder 5 Mal abends Burger essen. Einmal zu Wendy's, einmal zu Arby's, einmal zu Mc's. Dann waren wir Pizza Hut, Pizza essen. Also man kocht ganz selten zu Hause. Zumindest war das früher so. Ich war 2000, war ich da. 99, 2000. Ach, krass. Ja. Boah, ich bin schon alt. Ja, wir werden älter. Ja, ist mir auch aufgefallen. Die haben da selten gekocht. Mal zu Thanksgiving vielleicht. Truthahn in Zwolle. Hast du Foodtruck schon gesehen? Gab es da Foodtruck schon? Nee, war da eher nur. Also nicht da, wo wir waren, nicht im mittleren Westen, da gibt es sowas nicht. Mhm. Jetzt vielleicht schon? Er kommt ja daher, ne, aus der Ecke. Okay, weiß ich nicht. Hast du dich mal mit Foodtrucks beschäftigt? Ja, so peripher. Noch nicht. Du hast ja einen Foodtruck. Ja, ich habe keinen Führerschein, deshalb habe ich ein Foodbike. Ah, okay. Keinen Führerschein gemacht, weil. Du hattest. Bist du hier in Hamburg geboren? Nee, Berlin. Ah, Berlin. Und seit wann hier? Seit 10 Jahren. 2012. Warum verlässt man Berlin, um nach Hamburg zu kommen? Ich war in Kopenhagen vorher. Habe in Kopenhagen gelebt. Ich habe Schauspiel studiert da. Ja. Und dann wollte ich in Hamburg weitermachen. Gibt es da eine Schule oder warum machst du das in Hamburg? Ja, ich wurde hier letztendlich aufgenommen. Ich war dann immer so. Zu alt. Genau, und dann, dann habe ich das hier angefangen. Und dann habe ich mir als erstes mal einen Job gesucht, einen ordentlichen. Ja. Und das war dann Crepe in der Creperie, da bei den Landungsbrücken. Okay. Und dann
habe ich Crepe gemacht. Und dann habe ich jetzt weiterhin Crepe gemacht und Schauspiel. Dazu kommen wir gleich. Es ist sehr interessant. Damit hier ein bisschen was vorwärts geht, machen wir mal aus. Ja, genau. Ich habe schon Angst, dass wir jetzt verplappern. Das macht nichts. Nee. Wenn wir uns verplappern. Nö, das macht gar nichts. Also, hattest du schon mal die Kochtüte? Du guckst ganz neugierig. Ich wollte, ich weiß es gar nicht. Wenn du sowas, wenn du eine gehabt hättest, wärst du in Erinnerung geblieben. Ja, glaube auch. Ich habe mich aber immer schon gefragt, wie das, hast du so Mainzelmännchen, die das nachts da machen alles? Oder? Ja. Ach, geil. Mainzelmännchen heißen Thorsten. Okay. Thorsten und Yassan. genau, also hier, ne, Kochtüte, ein Rezept, alle Zutaten, alles drin. So, wir machen heute Mac and Cheese mit ein bisschen Blumenkohl, damit es den Anschein hat, gesund zu sein. Das finde ich super. Ja, sieht gut aus. Findest du gut? Genau, also Pasta mit ein bisschen Cheddar und Milch, also eine Käsesoße, Pasta, das sind die Mac, Macaroni und Käse, dann ein bisschen Blumenkohl und dann machen wir aber noch Panko-Brösel. Das gibt so ein, Panko-Brösel sind wie Semmelbrösel, kommen aus Japan, sind ein bisschen größer und dadurch mehr crunchiger. Hast du die dann selber gemacht, hier richtig sind? Nee, nee, die gibt es so zu kaufen. Aber das sind die Panko-Brösel. Also sind Semmelbrösel nur größer. Ja. Und dadurch hast du halt ein bisschen mehr Oberfläche und es wird knusprig. Jetzt kommt jemand und trägt was. Ah, nee. Ja. Wir sind interessiert. Meistens sind ja die Leute immer nur an unseren Fahrrädern interessiert. Ja. Wegen dem Fahrradladen. Ne? Ja, dann, wir stellen immer unsere Kochtüten-Fahrräder raus und alle gucken über die Fahrräder an. Das ist eigentlich, hier gibt es Kochtüten. Ja. Gut. Also, wir machen jetzt mal. Ich erkläre dir kurz, was wir machen. Ja. Ich binde dich so ein bisschen ein. Ja, gerne. Da stehe ich hier nicht so rum. Ja, ja, genau. Also, wir kochen hier die Nudeln. Mhm. Hier machen wir die Panko-Brösel. Mhm. Wenn die fertig sind, machen wir hier den Blumenkohl. Und am Ende kommt alles in die Pfanne. Man rührt rum. Geil. Es kommt in den Teller, Panko-Brösel oben drüber, essen. So. Du kannst schon mal die Zwiebel schneiden und den Blumenkohl so klein machen. Mhm. Wie du willst. In welche Größe du möchtest. Hast du schon? Maschen habe ich schon. Okay. Ungefähr, also nicht zu groß, so der Blumenkohl. Ist egal. Wie du willst. Okay. Klein machen, Zwiebel. Na, hier ist ein Messer. Stiel mit? Ja, mach einen Stiel mit. Ja, ne? Machst du den auch ein bisschen klein und dann ist gut. Ich mache mir hier die Panko-Brösel. Ja. Strom. Wichtig. Piep. So. Ja, du hast dann Crepe an deinen Landungsbrücken gemacht. Genau. Wie lange hast du das gemacht? Genau. Alter, richtig lange. Ja? Ja. Also während der Ausbildung, danach der Ausbildung. Mhm. Und dann immer wieder so. Okay. Also auch so mit Buchmessen und Gamescom. Ach, das ist, wo er da hingefahren sei. Ja, ja, genau. Der hat der hat schon echt viele Stände. Ja. Ist das der Creperie-Gott in Hamburg? Ja, kann man. Ja, ich finde schon, der hat, also so wie er aufgestellt ist, ballert er am meisten in Deutschland, finde ich. Okay, also so mit Gamescom, weil da bist du mit 30 Crepe-Ständen, ne? Ach, der hat da, kommen da 30 Crepe-Stände hin. Ja. Dann, dass viele Leute aus Polen damals, die super lustig waren. Ja. Okay. Da hieß ich dann immer Julek. Wie hieß du dann? Julek. Julek. Und die sind halt auch mega, die ballern dann richtig, ne? Die sind super organisiert. Das ist ja auch echt, muss man sagen, das ist schon simpel, ne? Du hast wenig Zutaten und all den ganzen Kram, aber wenn du gut vorbereitet bist. Ja. Also da wurde ich dann auch so richtig hart rangenommen. Ich glaube, beim ersten oder zweiten Tag haben die mich direkt auf den Weihnachtsmarkt gesteckt. Okay. Alleine. Alleine, okay. Ich gelitten. Ich glaube, ich muss das jetzt mal sagen, ich habe ein paar verschenkt, weil ich die überhaupt nicht verkaufen konnte. Weil ich hätte ein schlechtes Gewissen. Also die Leute waren richtig nett. Also wenn die so schlecht waren, meinst du? Ja, also weil die einfach überhaupt auch dann so knackig, ne? Und die Leute... Knackig, ich krepp. Ja, so dann durch... Es war ja fast manchmal ein Keks. Ich hatte überall hatte ich Nutella kleben. Der Stand sah auch aus wie Sau. Ja, ja. Aber okay. Dadurch habe ich dann ziemlich schnell gelernt, wie scheiße es sein kann und worauf es ankommt, wenn man sich vorbereitet, geht das. Ja. Okay. Und das habe ich dann tatsächlich... immer wieder gemacht, um auch so über die Runden zu kommen. Ne? Ja. Konnte dann aber auch dadurch, dass ich dann recht schnell war, mir das auch echt Spaß gemacht hat, auch immer noch. Ja. Geil. War so ein, wie so, ich wollte nicht noch Cocktails lernen. Ich war immer mal Bar gemacht auch. Ja. Aber Nachtleben ist dann auch anstrengend auf Dauer. Ja. Genau. Ach geil, hast du und wie lange dauert die Ausbildung zum Kreppmann bei dir? 2 Tage? Bei mir, bei mir vielleicht schon ein bisschen länger, weil ich echt auch ganz schön pingelig geworden bin, wenn ich jemanden einarbeite. Eigentlich möchte ich jemanden einarbeiten.
Wie lange braucht es, weil ich gucke ja. Ja, der hier dauert, das braucht halt, ne? Ja, du musst ihn halt mit so. Mit einer Bewegung. Du hast ihn halt. Du machst nicht so und ziehst das, mhm. sondern du hast ihn eigentlich zwischen den Fingern. Zwischen den Fingern und der gleitet so. Und dann kannst du den so ziehen. Okay. Okay. So, und dann hat ein Bekannter von mir den Central Park, Max Brauerallee. Ah, Central Park, ja. Im Sommer bin ich da gern, ja. Genau, und der war, hat die Gast, die sozusagen das Café, soll ich das getrennt machen eigentlich? Ziehen und nein, das kommt eh alles. Ja. Nein, das kommt eh alles. Genau, der macht, in der Schauspielschule hat der ein Café gehabt. Oder hat das immer noch und betreibt das und macht auch so alles Mögliche im Gastrobereich. Mhm. Mit dem war ich immer im Schnack. Und irgendwann hat er den Central Park, da die Gastro dann übernommen. Ja. Und hat er dann gefragt, ob wir nicht zusammen Crepe machen wollen. Welcher Crepe-Skills hat so ein bisschen. Ja. Habe ich gedacht, ja, ist geil. Das also im Central Park dann Crepe machen? Oder? Ja, genau. Und okay. Da habe ich das so ein bisschen so. Ist da reingerutscht. Ja, habe ich ihm gesagt, ich mache den Crepe-Stand und du kriegst Prozente. Ja. Und dann habe ich mir halt meine Alutonne da besorgt und dann mhm. sozusagen die besten Crepe-Platten, die es gab auf dem Markt. Ja. Und dann habe ich mich in den Central Park gestellt. Aha. Und habe dann Crepes verkauft. Okay. Also, genau. Und dann, auf eigene Kosten. Also da warst du dann zum ersten Mal. Ja, da war ich sozusagen, wir waren dann zusammen sozusagen Team und dann kam der Winter und dann musste ich halt irgendwo hin mit dem Ding. Ja. Dann habe ich im Mojo Club gearbeitet auch oder auch im Theaterstück inszeniert. Das heißt, sie hatten schon so ein bisschen. Du hast ein Theaterstück inszeniert. Also ich habe dann in dem Jahr, wo ich ein Theaterstück. Geil. Ja. Ja, das wollte ich unbedingt mal machen. In dem glaube ich. In dem Mojo, in dem Club habe ich immer gearbeitet. Mhm. Da geht es auch die Treppen war, runter. Genau, genau. Und dann habe ich halt die Bühne mal gesehen, dachte, das ist doch ein geiler Theaterraum. Ja. Dann habe ich ja. Beim Weihnachtsabend mal besoffen den Chef gefragt, was er davon hält. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch. Und dann war ich so, echt? Ja, okay, muss ich jetzt auch machen. Okay. Genau, und dadurch hatten die schon so ein bisschen mich auf den Kicker. Und dann habe ich den gefragt, hast du nicht Bock auf den Treppstand vor der Tür? Ja. In der Nacht? Ja. Und ich gesagt, ja, kannst du machen. Und dann war ich so, geil. Und dann stand das Ding da, hat permanent genervt. Ja. Weil ich immer wieder angerufen worden bin und gesagt, haben mir gesagt, dein Treppstand steht im Weg. Komm mal vorbei und stell ihn woanders hin. Dann habe ich ihn halt durch die ganzen drei Ebenen im Mojo immer wieder von links nach rechts. Ja. Da ist Fluchtweg, das ist ja mega pingelig da alles. Ja, ja, ja. Unterirdisch ist, musst du halt diese Abstände wahren. Ja. Naja, jetzt hat er permanent gestört. War das aber schon dein Bike damals? Nee, da war dieses kleine Ding. Genau, und dann fing das ab und zu mal an, dass sie dann mich eingeladen haben. Ja, da kommen 3000 Leute und ich da. Ohne Führerschein muss ich mich ja auch immer mit drum kümmern, dass ich dann irgendwie hingefahren werde. Wie mit 16 so, Mama, kann mich auch Club fahren. Okay, wie habe ich noch nicht gefragt? Bin mir mal gefallen. Ja, und da bin ich aber auch vollgeladen hin und dann waren natürlich irgendwie nur 50 Leute da gefühlt manchmal, aber so macht man seine Erfahrung. Ja, so ist das, ne? Man genau, und dann ist diese Alutonne so ein bisschen durch Hamburg gewandert, immer zu Kollegen. Weil irgendwann was heißt Alutonne? Kannst du auf eine Alutonne Caps machen? Nee, das ist sozusagen, weißt du, welche ich meine eigentlich? Nee. Achso. Hol mich doch mal ab. Ich dachte, du hast dich Wenn du mir jetzt ein Bild zeigst, musst du den Leuten zu Hause aber auch ein Bild zeigen. Achso. Alutonne. Ich kenne dein Fahrrad, kenne ich. Achso. Fügst du das dann danach ein? Kann ich machen. Ja, klar, ich bin mittlerweile ja Videoschnittprofi. Und dann kann ich das Video weiterlaufen lassen. Das ist das, was, so ein Bild im was am meisten immer nervt, ne? Warte mal, wo habe ich das denn? Ich denke, das habe ich. Was, du kannst suchen, ich kann jetzt mal sagen, was hier, das Ding, weißt du? Ach, die, ja klar kenne ich die. Die Lüden. Ja, genau. Sorry, Tonne, ich war bei ja, ich so einem alle Tonne. Ölfass. Ich weiß nicht, ja. Das ist so eine richtiges Fahrrad. Fabriktonne. Nee, das ist so in den Fabriken, wo sie den Scheiße dann herfahren. Ja. Und das hat halt perfekt gepasst. Okay, geil. Also hier, die Brösel, das sind einfach nur geschmolzene Butter mit Panko-Bröseln. 2-3 Minuten auf mittlere Hitze, nicht zu heiß, verbrennt schnell. Also da muss man gucken, nicht irgendwie nebenher irgendwie noch Fernsehen schauen oder noch schnell aufs Klo gehen. Ja, okay. Weil da muss man ein bisschen gucken, 2-3 Minuten. Dann werden die so hellbraun und dann raus und jetzt kühlen die ab und dann werden die crunchy. Jetzt braten wir den Knoblauch und die Zwiebel an. Stopp mal, Knoblauch haben wir nicht. Ja, ich meine nicht. Julian, werf es mal hier unten rein. Ja. Das ist unser Müll. Wir braten jetzt hier in der Pfanne, wo wir die Panko-Brösel gemacht haben. Ich bin ja ein fauler Mensch. Ich mag es nicht, so 1000 Sachen zu spülen beim Kochen. Deswegen machen wir das da drin. Genau. Da ist auch Geschmack drin. Genau.
Und jetzt braten wir einfach hier die Zwiebel und den Blumenkohl an. Genau, lassen wir das ein bisschen heiß werden. Das ist das Rezept. Das ist ja schön, hast du schön gemacht. Wir haben gerade eben schon, Julian und ich haben gesagt, als Selbstständiger, da macht man ja alles. Ja, oder hast auch, ja, man macht, ja. Ja, ja. 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 Ne, da ist man Designer, ja. Fahrrad, Ingenieur. Ja, ja, alles. Also, und alles auch. Deshalb halt auch, ich wollte erst Regie machen. Ja. Habe ja auch erst Regie ein bisschen angefangen. Und dann Schauspieler, aber dieses, genau. Und wenn es mit Crepe ist, Hauptsache man kann halt so Kram machen. Ja, selber Kram machen. Das, ne? Ja, mir macht das darf auch. Ich kurz noch, bevor wir gleich zum Crepe-Business kommen? Nee, ich will überhaupt, Gott, nee, ja, können wir machen. Nein, weil mich interessiert es ja. Wir kennen uns schon lange, aber so richtig zum Quatschen kommt man selten. Ja. Ich weiß nicht. Wir auch eigentlich. Wie über kennen Instagram, wir Instagram, glaube ich. Ne? Kann das sein? Also, wir haben beide so große Lastenfahrräder. Ja. Die hier in die Hamburg gebaut werden. Hamburg. Die, ne, Julian hat das mit größte. Ne, deine sind aber auch nicht schlecht. Aber wir haben mit Essen zu tun. Ja, wir haben mit Essen zu tun. Wir machen die Kochtüte. Julian hat einen, ich sag mal, ein Catering, ein fahrbares Catering-Crepe-Unternehmen. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber Julian, machst du mal das Ding da rein? Yes. Ich quatsche schon wieder zu viel, das dampft schon. Ja. Olivenöl soll ja nicht so heiß sein. Nee, stimmt. So, aber, mach da mal da rein. Aber es wechselt aber auch von Jahr zu Jahr. Manchmal ist es dann wieder nicht gut, dann ist es wieder doch gut zum Braten. Ja. Ne? Ja, ja. Hier gehört, es ist sehr gut wieder. Ich glaube, es ist gut, wenn man es nicht zu heiß macht. Ja, ja. Ich glaube, bei allem. Ne? Ja, wahrscheinlich. Wie bei allem im Leben. Eine gesunde, gesunde Mittelwert, Balance und so. Ist immer gut. Was war das für ein Theaterstück dann im Mojo? War das einmal aufgeführt oder läuft das immer noch? Das war so ein, ist es jetzt schon das Broadway? War so ein, das war tatsächlich Der Bär von Anton Tschechow, so ein Einakter. Der geht auch nicht so lange. Ich glaube, das Stück war 50 Minuten lang. Aber es mal pfeffern. Ja. Ja, der Bär. Der Bär, genau. Und da wollte ich mal so meine ganzen, ja, mal gucken, was ich hier eigentlich mir vorgenommen habe. Ja. Mit dem ganzen Kram. Ja. Und dann war das so, dass ich das auch wollte, das ist so filmisch, also die hatten alle Mikro-Talks, auch wenn das klein war, weil ich das alles so ein bisschen filmisch wollte. Ich wollte das nicht so, dass wir so Theater da rausbrüllen, sondern eher alles ein bisschen klein. Ja. Und das handelt von dem, von der Witwe, ein Schuldner, der da hinkommt, ist der Bär, der braucht die Kohle, aber ihr Mann ist gestorben und sie hat halt keinen Bock auf Geldthemen. Ja. Und er ist so, ja, das ist schön, dass du keinen Bock auf Geldthemen hast, ich brauche aber Geld. Ja. So, ja, Verwandt oder verschwägert? Nee, überhaupt nicht, der Mann hat ihm halt Geld geschuldet, der Mann ist gestorben und sie hat halt, sie... Der tote Mann schuldet ihm Geld. Genau. Ah. Und genau, aber jetzt. Sie trauert schon seit Jahren auch, ja. Also sie ist in diesem Trauersein auch sehr glücklich. Und sie hat halt einen Kellner, einen Diener, der das alles so ein bisschen, wie sagt man, begleitet auf eine Art. Und der hat da doch währenddessen Cello gespielt, das heißt, es wurde immer so Cello untermalt. Bla, bla. Okay. Ja, ja, war lustig, war halt Spaß. Also ist es so ein bizarres Stück oder ist es so was Bizarres oder ist es was Witziges? Ich hab's halt ein bisschen bizarr. Ja, also es ist halt ein ganz klassisches... boah, das wollte ich schon mal machen. Machst du aus dem Handgelenk, so wie, ne? Ja, ja, ja. Aber ist egal. Geht die ja, ja, genau so. Sieht man das? Ich mach's einmal vor. Du kannst, boah, schade, dass wir jetzt keinen Crepe haben. Ja. Ah, geil. Ne? So nach vorne und dann so. Aber man braucht natürlich, manche wollen das machen mit so einer eckigen Pfanne, die so gerade hochgeht. Aber der geht's. Du kannst das gerne noch probieren, Julian. Wir machen dann die Slow-Mo-Aktion. Ja, aber es geht ja immer was dagegen. Ja, wirf, ist doch egal. Aber wirf einfach rein. Kann sein, dass ich dann alles mittlerweile aufgegessen habe. Hm? Ja. Wirf einfach weiter, Julian. Ich habe natürlich vergessen, dass... da geht viel zu viel rauf. Die Käsereibe. Bitte? Ich habe die Käsereibe vergessen. Ah. Jetzt frage ich mich nur, wo ich die Käsereibe habe. Das geht mir bei den Caterings aber auch immer so. Ich habe immer irgendwas vergessen. Irgendwas vergisst man immer. Aber mittlerweile sind die Sachen nicht mehr ganz so wichtig, die ich vergesse. Bei mir passiert es natürlich immer. Manchmal habe ich ein riesen Catering, aber das, was ich vergessen habe, war der Start zum Ausweiten des Teigs. Ich habe die Käsereibe gefunden. Okay. Käse schmilzt ja besser, wenn er klein ist. Ah ja, ja, ja. Habe ich auch. Ne? Okay, also dann hast du da das Theaterstück gemacht und das lief dann da einmal, zweimal? Zweimal. Okay, cool. Genau. Geil. Und dann
War das zeitgleich mit dem? Mit ja, lustigerweise war das irgendwie. Oder war es der Übergang? Oder wann hast du? Nee, genau, das kam dann irgendwie. Genau, dann kam das irgendwie ziemlich im Sommer auch. Das, genau, das war irgendwie im Sommer, nee, im November, ich weiß es gar nicht. Im November war das Theaterstück und im Januar, Februar fragte er mich, ob wir das im Sommer zusammen machen wollen. Mit dem Crepe. Genau, und dann hatte ich halt sozusagen 3-4 Monate, um mich in die Materie zu begeben. Ja. Und dann ewig lang nachgedacht, wie ich diesen ersten Crepe-Stand. Also Julian hat einen sehr besonderen Crepe-Stand, wirklich. Es ist der besonderste Crepe-Stand, den ich je in meinem Leben gesehen habe. So wie ein kleiner auf jeden Fall. Der passt, zumindest passt er echt bis jetzt immer überall rein. Ja, es ist ein Crepe-Stand auf einem Fahrrad. Das habe ich genau. Und da hat mich das immer so genervt, dass ich mich immer, fragen musste, dass mich irgendwo jemand hinfährt. Ja, ja. Dann dachte ich, ich mache ein Foodbike. Geil, und auf dem Foodbike sind, wie viel Crepe kannst du da machen? Viele. Also 2 100, gleichzeitig? 130 die Stunde. Ja. So, ah ja, okay. Und schaffst du das allein oder machst du das zu zweit? Ja gut, 130 ist hochgesteckt. Alleine schaffe ich 100, wenn ein Zweiter dabei ist, der auch schnell ist. In einer Stunde? Ja. Das heißt, ich mal, ein bisschen mehr als ein Crepe pro Minute. Ja, ich brauche, wenn wir richtig, wenn alles auf Ballern ist, ne, und sozusagen kein Geldkontakt ist, sondern du einfach nur im Catering rausgibst, dann schaffe ich jetzt mittlerweile so, ja, so zwei Minuten. Aber dann darf halt, wie gesagt, auch nicht schief gehen, ne? Weil wenn was schief geht, dann verbrennt alles, weil die Platten dann auch komplett auf... Ja, weil die komplett durchballern. Weil die dann auch echt heiß sind. Aber dann macht es halt auch echt Spaß, ne? Weil dann kommst du in so einen Fluss. Ja. Und dann, zack, dann fliegen da die Pappen plötzlich aus der Hand und denkst so, scheiße. Okay, und wie kannst du das denn? Und hast du dir überlegt, du hast keinen Bock, dass dich immer jemand fahren muss, also machen wir es auf dem Fahrrad. Genau. Und weil ich den Gedanken auch immer ganz gut fand, so Crepe ist halt irgendwie schon sehr simpel. Ja? Ja, ja. Und dann so ein fettes Auto dazu. Ja. Fand, war immer so ein bisschen nicht so mein. Außerdem war das auch viel zu schwer zu erreichen. Ne? Also so ein Foodtruck kostet ja richtig Kohle. Ja. Und dann Führerschein noch. Ja, ja. Und dann Versicherung, dies, das. Und dann habe ich halt, ja. Mich dann mit den Jungs. Das ist doch geil, dein Fahrrad, weil es sieht cool aus. Allein wenn du durch die Straßen fährst, wahrscheinlich ist das Werbung. Ja, ja. So. Und dann kannst du dich auch direkt immer bei deinen. Du machst halt viele Events, oder? Ja, also ich. Genau. Also ich bin jetzt so ein bisschen in der Catering-Schiene gelandet. Ich bin halt ein eingetragener Caterer ohne Küche. Das heißt, ich habe halt Mojo oder Freunde Gastronomen, die mich dann, wenn ich mal kompliziertere Sachen habe, mich da vorbereiten kann. Ja. Aber meistens ist es so, dass die Firmen immer so eine eigene Küche auch haben. Mhm. Und dann kann ich da meinen Teig anrühren. Okay. Und dann schon mal eine Schoko. Ja. Das heißt, okay, dann gehst du da rein, machst deinen Teig und dann. Mhm. Was war das coolste Event, wo du bisher warst? Ruhe. Oder das schlechteste, kannst du auch sagen. Nee. Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt keine. Ich habe bis jetzt echt Glück gehabt, auch mit den Leuten, weil ich immer vorher einen ganz kleinen Kontakt mit den Leuten immer habe. Ja. Ja, das coolste war jetzt, ich muss ehrlich gestehen, das hat jetzt angefangen, dass ich irgendwann Anfragen hatte, ja, wir brauchen aber beide Crepe-Stände. Und dann kann ich aber nicht irgendwie 20 Kilometer, das ist mir zu heftig. Da habe ich ja gesagt, dass mir das irgendwann zu ungewiss war, das Risiko zu machen hier in Hamburg. Und dann habe ich immer mich gefragt, wie ich dieses Riesenfahrrad und den Kleinen transportiert bekomme. Und das war jetzt ein Erfolg tatsächlich, weil wir das auf die Hebebühne mit Dach abbauen und Schräge und Kante und irgendwie haben wir es so reingehoben bekommen. Okay. Das war cool. Weil das große Fahrrad dann mal plötzlich ganz woanders war, wo ich so leicht nicht hingekommen bin. Ja, ja, ja. Und dann hatten wir jetzt eins, da haben wir 600 war die Bestellung. Wie 600? 4 Stunden. 600 Crepe zu 4 Stunden. Musstest du machen? Ja. Boah, 600, wo macht man 600 Crepe in? Hafen City, da war so eine Firma, die wollten ihre Mieter, was so Firmengebäude sind, einladen. Und das war geil, weil da. So ein One-Shot. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Mhm. Weil die, wenn du erstmal drinnen bist, kannst du ja nichts mehr machen. Ja. Das war cool. Geil, dann wart ihr zu zweit da, nehme ich an. Ja. Und dann habt ihr geholfen. Weil ich ja auch keine Mitarbeiter, es ist auch schwer, Mitarbeiter zu bekommen auf eine Art. Ja. Weil es immer so ein Wechsel ist. Ja, ja. Aber am coolsten ist immer, wenn ich 6 Kilometer vom Event weg bin, dann mit dem Fahrrad hinfahre. Ja. Ja. Meistens bei den Foodtrucks immer schon vorbeifahren muss, weil die meistens immer warten müssen. Mhm. Ich kann dann beim Fahrrad immer meistens. Ja, ja, smart. Links, rechts vorbei. Ja.
Geil, okay. Und dann manchmal ist es auch geil, wenn ich abends dann mit dem Fahrrad natürlich nach Hause fahre. Dann habe ich eine Untergrundbeleuchtung und dann früher habe ich immer noch... Hast du eine Untergrundbeleuchtung? So. Hat der TÜV gesagt, das ist okay. Gibt keinen TÜV. Die Polizei hatte... Polente, die hatten mich letztens mal angehalten. Ah. Und dann waren, sie haben so eine Genehmigung für. Für was denn? Ja, mach ich aus, ich brauche keine Genehmigung dafür. Wieso? Okay. Tschüss. Aber sie haben keine Reflektoren. So, das ist schön. Hauptsache, ihr findet noch irgendwas. Aber die waren nett. Die, ja. Ich bekomme dann bei denen. Also einmal hat. Ich laber hier viel zu viel. Nein, nein, das ist geil. Der Blumenkohl ist fertig. Wir machen jetzt Hitze runter, sonst gerinnt die Milch. Wir machen jetzt die Milch rein und den Cheddar-Käse. Kannst du den Cheddar-Käse da reinmachen? Yes, gerne. Ich hatte mal eine lustige Situation mit der Polizei tatsächlich, oder waren wir schon, aber einmal war es so, dass ich, es ist halt unglaublich schwer, wenn du auf eine Ampel zufährst, in der Schräge bist und weißt, die wird gleich rot. Mhm. Wenn ich dann nämlich mit so einem vollbeladenen... Was heißt denn eine Schräge? Nein, das muss nur leicht schräg sein. Das heißt, was heißt ich merke, abschüssig? Also, oder? Nee, ich merke sofort, wenn eine Straße hochgeht, merke ich das am Fahrradfahren. Ich merke sofort, ach, wenn die Straße ist, schräg ist? Ja, wenn ich einen Berg hoch muss, leicht. Und wenn ich dann 300, 400 Kilo schwer bin, beim hinfahre... Bist du so schwer? Das geht schnell. 300 Kilo schweres Fahrrad? 300, 400, ja. Und dann in der Schräge plötzlich stehen. Mhm. Und dann in den... früher hatte ich ja noch die Probleme, dass die Übersetzung nicht gut war. Da habe ich ja auch ewig damit rumgehandelt. Ja. Dann stehst du da im Straßenverkehr, kommst nicht weg oder kommst du ganz langsam weg. Ach so, weil du auf weißt, du musst im ersten Gang erstmal richtig in Gang kommen, damit du erstmal nicht einen Hügel machst. Weil wenn du zu früh den Motor reinmachst, sagt der, nö, ist mir zu heftig, ich geh aus. Ja, ja. Dann ist plötzlich gar nichts mehr. Und dann bin ich nämlich auf die Ampel zugefahren und merkte, okay, es wird rot. Mhm. War, keine Ahnung, so 5 Meter vor der Ampel und es war halt rot. Ja. Ich dachte, nee, ich komme jetzt nicht hier wieder in diese Bredouille und dieses Heckmeck und baller da rüber. Denkst du, puh. Und hinter mir die Polizei, ne? Und die so angehalten und dann so, ja, das war aber blutrot, ne? So, ja, das war, ja, ich weiß, das war echt, ich komm so schwer in Gang wieder mit dem Ding. Ja, aber das waren 3 Sekunden, das ist pro Sekunde 100 Euro, ne? Ich so, ja, ich weiß, das war blöd und ich, aber, und dann, was ist denn das eigentlich? Ich so, ja, das ist ein Foodbag, ich muss auf ein Catering, bin spät dran. Naja, gut. Ja gut, dann zisch mal ab. Ne? Wirklich? Ja, ja, haben die mich gehen lassen. Voll nett. Also Props an die Hamburger Polizei. Ich habe manchmal auch, ich sage ja immer auch so ein bisschen, wie es reinhallert. Ja. Aber gut, ne? Ich will mich, ich habe auch, das Fahrrad ist natürlich dann so ein bisschen. War das abends oder war das tagsüber? Nö, das war tagsüber. Tagsüber. Ja. Volle Kreuzung. Ja. Okay. Was ist denn mal während der Fahrt irgendwas super Dämliches passiert, außer jetzt, dass die Polizei dich angehalten hat? Ja, ja. Ist immer ein Reifen? Also ich hatte tatsächlich ein Catering jetzt vor 3 Monaten, das war in der Hafen City. Nee, das war hier die Speicherstadt. Ja. Auch Event, war alles total geiles Event, auch richtig cool. Mhm. Und das war dann 00:30 Uhr nachts aber auch vorbei. Ja. Da bin ich mit dem Großen, dann wollte ich dann los. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, das hat dann so, ne, gemacht, das ganze Ding. Ich merke, also geeiert. Okay, irgendwas stimmt gar nicht, hatte ich auch noch nicht. Ja. Dann war ich jetzt, okay, fuck. Und dann habe ich hinten gesehen, dass eines der großen Räder so wabbelig war, ne? Oh. So, fuck. Und ich musste dann noch die Berg hoch und die hat die ganze Scheiße noch drin. Und dann, okay, gut. Habe dann langsam angefangen, Gas zu geben und habe dann gemerkt, okay, geht einigermaßen, was wackelt die ganze Zeit. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn das Rad jetzt abbricht, dann habe ich hier meinen Kreppstand mitten im Nirgendwo, mitten in der Nacht und weiß gar nicht, habe ich versucht, Till anzurufen. Till ist der Fahrradbauer, der natürlich nachts um 12 nicht ans Fahrrad gegangen ist. Voll Bock auch hat. Aber ich dachte, okay, gibt es ADAC, gibt es denn irgendwas? Keine Ahnung. Wer hilft dir im Notfall? So, und habe dann das Ding irgendwie 1,5 Stunden lang in ganz langsamem Gang mit ganz viel Furcht den Gang hoch, also die Landungsbrücken hochgeschoben und irgendwann war ich in der Garage und war dann heilfroh. Das Rad ist nicht abgekracht. Bin am nächsten Tag zu Till, bin mit dem Kleinen dann hin. Er meinte, das kann ich hier reparieren, das ist so ein Kugellagerbruch. Mhm. Ich dachte erst, es ist wieder irgendwas anderes. Ja. Und dann bin ich mit dem Kleinen hoch, runter zu ihm gefahren und habe das dann gewechselt, war total happy. Und dann bin ich tatsächlich, da war so ein Lieferant und mein Landungsbrücken, der die Laderampe auf dem Fahrradweg hatte und so ein Stück drüber hatte. Und in dem Moment habe ich gerade geguckt und bin gegen diese Rampe geknallt. Und dann habe ich irgendwie 12 Stunden später das kleine Rad den Berg hochgeschoben. Es war jetzt auch noch Freitag der 13. Es fing an zu regnen und es war
Das sind dann die Momente, so als Selbstständiger, wo du denkst, okay, was mache ich hier eigentlich? Warum schiebe ich die ganze Zeit meine Fahrräder durch die Gegend? Und warum regnet es auch noch? Und, aber irgendwie dachte ich dann auch, okay, geil, ist halt so. Ist halt so, ist halt, ne? So. Dafür zahle ich keine Versicherung, keine Vollkasko. Das stimmt. Also mit dem Unterbodenbeleuchtung haben die dann auch nichts gesagt. Nee, aber es ist dann lustig, wenn ich dann so an getunten Jungs vorbeifahre, die dann so mit ihren Autos da irgendwo stehen, dann gucken die mich an. Okay. Weil die sowas nämlich noch nicht gesehen haben. Geil. Nee, das ist echt ein geiles Fahrrad. Wie lange hält das jetzt schon? 2018, glaube ich, habe ich. Ja, ne? Kam das auf die Straßen. Ja, also 4 Jahre jetzt schon. Ja. Naja, ein bisschen weniger. Okay, okay. Ach, krass. Okay, okay. Geil. Ja, ja, ja. Ja, wir können ja hier mal so einen kleinen Weihnachtsmarkt machen. Ja. Oder so einen kleinen Show-off. Ja, das stimmt. Können wir echt mal machen. Machst du da eigentlich noch andere Sachen mit Essen drauf? Nur die Tüte kommt da rein. Nur die Tüte. Nur die Tüte. Chriskochtüte.de. Wie lange gibt es das schon? 2015. Wie bist du darauf gekommen? Wie es halt immer so ist als Selbstständiger, man rutscht so rein. Ja, man muss irgendwas machen. Nee, bei mir war es tatsächlich, ich wollte schon immer selbstständig werden. Ja. Das war schon immer so, genau, ne? Ich will unbedingt mein eigener Chef sein. Ich wusste nur noch nicht genau, mit was. Und ja, ich koche halt ganz gern und ich habe mal eine ganz kurze Zeit in meinem Leben in einer Bank gearbeitet. Und dann dachte ich halt so immer auf dem Heimweg so, weißt du. Wusstest du, wie die Finanzierung gehen soll? Ja, das wusste ich, ja. Ja. Aber dann halt so, wenn du dann auf dem Heimweg bist, dann denkst du dir, ich will jetzt was Geiles essen, aber ich habe keinen Bock, in den Supermarkt zu gehen und wäre doch cool, wenn an meiner U-Bahn-Station jemand so eine Kochtüte verkaufen würde, wo alles drin ist. Rezept, Zutaten. Und dann fand ich das eine geile Idee. Ja, so. Und dann fand ich das nach, dann habe ich mir das halt so überlegt. Manchmal hat man ja so Ideen, die findet man super gut und dann schläft man drüber oder zweimal und dann denkst du dir am übernächsten Tag, was war denn das für eine Schnapsidee? Ja, aber die war nach ein paar Monaten, fand ich die immer noch geil. Und dann habe ich halt bei der Bank... Auch gleich mit dem Gedanken, mit dem Fahrrad das zu machen? Ja, oder? Ja. Ich stand ja am Anfang mit dem Fahrrad an der U-Bahn-Station. Ja, ja, oder? Immer ja. Abends, also 16 bis 19 Uhr, wenn die Leute gerade so vom Feierabend nach Hause kommen. Also auch schon mit denen dann. Die Idee war, das okay, ich will das machen und dann hast du das sozusagen mit dem Fahrrad auch angefangen richtig. Zu realisieren. Ja, okay. Ja. Cool. Genau. Und dann habe ich das da so gemacht und stand an der U-Bahn-Station, habe die Leute angequatscht. Ja, ja. So, wie man es halt so macht, ne? Sternschanze? Hohe Luftbrücke. Stimmt. Genau. Hohe Luftbrücke, ja. Da stand ich dann immer und ja, und dann kam ja dieses leidige Corona-Thema. War das schon so ziemlich kurz danach? Nee, ich stand 5 Jahre lang bei Wind und Wetter, plus 30, minus 10 Grad, also im Winter war ich immer eingepackt, so Einlegesohlen für die Stiefel, Doppelzocken und so. Mutter schenkt einem dann immer zu Weihnachten Merino-Wollsocken, also sowas. Und so, jetzt übrigens, was hier passiert, es dickt so langsam ein. Durch diese Brüten? Nee, einfach nur, weil wir halt auf niedriger Hitze das köcheln, verdampft halt das Wasser und dadurch dickt das jetzt ein. Und, die Nudeln. Habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, weil ich gibt's ja gerade die Nudeln sehe. Ja. Weil vorher habe ich die Nudeln probiert. Das habe ich mich auch schon gefragt, das hast du ja smart gelöst. Ja. Ah. Hm. Ah, guck mal. Da ist immer noch dieser weiße. Ach, danach geht das. Okay. Ja. Ah. Also, ich sag mal, lang dauert es nicht mehr, aber ein Minütchen. Dann seien wir die ab und werfen die Nudeln da rein. Also, was wir hier gemacht haben, wir haben die Panko-Brösel gemacht. Butter, Panko-Brösel. Niedrige Hitze. Das kannst du nicht mehr essen. Die sind jetzt. Panko, wenn du den Mund nimmst, das hatte ich mit Pankow zu tun wie in Berlin, oder? Kommt nicht da irgendwo her, oder? Panko kommt, also Panko-Brösel ist aus Japan. Ach ja, stimmt, hast du gesagt, genau. Was das Wort genau bedeutet, weiß ich aber leider nicht. Ja. Also Panko-Brösel mit Butter, 2-3 Minuten mittlere Hitze, Nudeln ganz normal kochen und hier halt die Soße ist aus Milch, in unserem Fall Kondensmilch, die hat ein bisschen mehr Fett, geil, Geschmacksträger und so. und geriebenem Cheddar-Käse. Deswegen vorher war das ganz weiß, jetzt ist es so leicht gelb.
Cheddar-Käse, Kondensmilch, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, auf Knoblauch zu sagen. Zwiebel, Blumenkohl. Würde das passen? Ja. Oder warum nicht? Warum macht man es nicht? Ja, weil normal, macht man's nicht? Weil sich Kunden manchmal beschweren, die sagen, in jedem deiner Gerichte ist Knoblauch. Okay. Und manche mögen das wohl nicht. Und die habe ich mir mal gedacht, dann ja, kann man weglassen. Ja. Kann man dann eigentlich auch weglassen, richtig. So. Ja, aber machst du denn jetzt gar nicht mehr die an der Station? Nein. Du machst komplett nur noch auf Anfrage und dann... Du musst bei mir auf die Internetseite gehen. chriskochtüde.de, ja, dann sagst du, du willst die Mac and Cheese und die Gnocchi und das Steak geliefert haben nach Hause am Donnerstag, den 14. Ist das nicht eine logistische Bilanzleistung? Ja, ist wirklich. Also es ist wirklich so. Also immer, wenn ich über dein Konzept nachher nachdenke, denke ich so, geil, aber wie machst du das? Erstmal alles vorzukochen? Also gut, da kann man ja kochen tue ich nicht. Ich koche ja nicht. Bei uns kommen ja nur die rohen Zutaten. Ja, aber du hast ja sozusagen ein Bild. Oder? Ach so, ja, klar. Also jedes Gericht. Du hast vollkommen recht. Ich koche es natürlich selber. Gut, das kann man sich natürlich einteilen, aber dann auch, wie machst du das mit dem Verteilen in Hamburg? Dann über, nicht die, ach, machst du dann über die Fahrräder? Ja, deswegen fahre ich jeden Tag 20 Kilometer. Verstehe. Ja, brauchst du auch so einen Koffer. 20 Kilometer Stand jetzt, der Akku packte noch. Echt? Ja, wirklich. Das liegt, glaube ich, weil deiner so schwer trittst ist. Du mit? Ich tritt mit. Ja, gut. Aber das ist okay. Ja. Sind die schwer? Aber es ist eine logistische Meisterleistung. Also ich habe vor jedem Logistiker Respekt. Weil Logistik ist echt schwierig. So die, sind die Leute zu Hause, findest du die eben. Straße, was ist, wenn er nicht da ist. Es ist ein halt. Ja, und eine Bestellung kann ja auch das komplette System außer. Ja, umso mehr Tüten du hast, wegen dem da richtig, genau. Aber umso mehr Tüten du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich ausgleicht. Hast du mittlerweile eine feste Route dann auch, die so... Meistens, ja. Einer von uns macht Westen, Hamburg, der andere der Osten und dann kann man sich es ganz gut ausgleichen. So. Aber es dauert schon den ganzen Tag, das dann auch abzuliefern. Nee, unser Lieferfenster ist nicht so wie bei der Telekom. Bitte seien Sie von 8 bis 18 Uhr zu Hause. Mhm. Das ist nicht. Nee, bei uns ist Zeitfenster 2,5 Stunden. Zwischen 13 und 15.30 Uhr kommen wir. Ah, okay. Also das heißt, die Leute können ins Büro bestellen oder halt, wenn sie im Homeoffice sind oder freier Tag, dann nach Hause. Okay. Und hast du eine Grenze, wie weit du nach Hamburg rausgehst? Ja. 20 Kilometer. Nee, die Route ist 20 Kilometer, aber die kriegst du nur, also ich sag mal, die Alster ist die Mitte, und dann ziehst du darum so einen 6 Kilometer Radius. So ein 6 Kilometer Radius und das ist unser Kernbestellgebiet, wo wir selber ausliefern mit unseren Fahrrädern und alles, was weiter draußen ist, ich sag mal, Harburg, Lurup, da haben wir einen Partner, der das für uns ausliefert. Okay. Ja. Genau, aber dieses Fahrrad, das hier, jeden Tag 20 Kilometer seit 3 Jahren, kannst du ausrechnen, wie viele Kilometer es drauf hat. Ja, ich habe auch mal ausgerechnet. Ich glaube, wir fahren 7.000 Kilometer im Jahr. Ja. Wenn man das also immer so hochrechnet, es sind ja immer mal, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ja, genau, so 30, 40 Kilometer am Tag. Gut, ich habe halt das ist keine... sportliche Glanzleistung, aber... Naja, jetzt komm. Aber es macht halt... Ich finde es schon... Was würdest du das Geilste an deinem Job und was nervt dich? Das Geilste ist, dass ich... ein Gefühl von Freiheit habe, wenn ich nicht gerade irgendwie... 38 Sachen gleichzeitig regeln muss. Krankenkassenbeiträge, die sich erhöhen auf selbstständiger Basis. Ich liebe das halt einfach, wie du auch schon meintest, dieses Selbstständigsein, ob es jetzt mit Crepe oder irgendwas anderem ist, ich mache das immer noch gerne. Ja. Und dass ich halt auch überwiege, ich mag... Mit den Händen halt arbeiten. Ja, und auch mit den Kunden Kontakt habe, kurzen. Ja, ja. Dadurch kann man es aber auch mal nett halten. Ja. Und auch dieses Rumgebastel, ne? Ja. So zu denken, okay, mal gucken, ob das geht. Ja, ja. Und dann geht es vielleicht irgendwann... Oder dann wird es halt irgendwie ähnlich. Oder es geht eben nicht. Und aber dieses... Es kommt immer irgendwie, ich gucke mal raus, weil die Fahrräder da stehen. Die Fahrräder stehen da. Keine.
Okay, also das, ne, Freiheit, selbstständig, ein bisschen Kundenkontakt. Bisschen genau, und dann auch machen. Die Ware. Ne? Also ich habe versucht immer dann auch irgendwann mich von Nutella zu trennen. Ja, palmölfreie Creme. Da auch die Zutaten irgendwie bedacht zu machen. Ja. Alles, was damit so zu tun hat. Halt, bin mit Crepe auch ehrlich gesagt so ein bisschen auf politischer Basis, auf, wie sagt man das? Aktiv. Ja, ich versuche das irgendwie. Jeder, der bei mir arbeiten möchte, also ich habe eine Grenze, also wie soll ich das am besten erklären? Ich habe keine Lust, Arschlöcher zu catern und hoffe, dass ich irgendwann dahin kommen kann, dass ich irgendwann sage, nee, darauf verzichte ich, weil euer Business findest du nicht gut. Ja, so ein bisschen in die und da auch so ein bisschen, ich habe halt Lust, auch so Messages auf dem T-Shirt zu haben, ne? Weil ich irgendwie denke, wenn wir irgendwo stehen, das ist meine... dann kannst du machen, was du willst, weil du bist der Chef. Und natürlich kann da irgendwie ein Veranstalter sagen, ey, das ist ein bisschen zu krass, was du da auf dem T-Shirt hast. Ja, ja. Aber irgendwie habe ich da auch Lust zu... Was steht auf dem T-Shirt? Support your local planet. Ach, das ist ja, ja. Das ist so. Okay, ja, okay. So einfach so ein bisschen frech sein mit Crepe. Und ich irgendwie... ich weiß ich auch nicht. Ja, dein Ding machen. Ja. Oder? Auch so... Mit und die Message, die du Bock hast zu transportieren, kannst du da transportieren. Genau, also ich werbe damit auch, ich versuche auch so wenig wie möglich damit zu werben, also was ich damit mache, sage ich irgendwie zu machen. Ja. Geil. Das macht Spaß. Ja. Das macht Spaß. Und was nervt dich? Gibt es manchmal Sachen, die dich nerven, wenn es regnet? Wenn dein Mitarbeiter noch nicht da ist? Naja, das sind ja so die Standarddinger, ne? Ja, Mitarbeiter ist tatsächlich schwierig, aber was mich nervt, gibt's nichts. Nichts Schlimmes. Die Sachen gerade irgendwie teurer werden. Krass teuer, oder? 50 Cent pro Liter Milch, 40 Cent pro Kilo Weizen. Dann war plötzlich das Öl weg. Ja. Plötzlich war Weizen weg. Denkst du, kannst wieder anfangen? Bist du so, weil das ist ja, da merkst du so, okay, ich bin auch krass abhängig von den Sachen. Ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, okay, als Schauspieler habe ich mein Produkt immer dabei. Mhm. Aber wenn ich kein Mehl und keine Milch habe, dann kann ich nicht arbeiten. Ja. Also wir sind dann ja irgendwie auch in so einer Abhängigkeit. Da auf merke jeden ich Fall. Immer, wie unfrei ich dann aber auch bin. Ja. Weil da will ich sofort einen Bauernhof haben und das alles selber anbauen und dann auch da wieder hindenken. Das wäre auch schön. Nee, aber da merkt man echt, wie das so zusammenhängt alles. Ja, alles hängt zusammen. Ja. Die Nudeln, die wir kaufen, die hängen haben vor einem Jahr haben die 7 Euro 3 Kilo gekostet und jetzt kosten die 10. Ja. Und alles so. Und das Lastenfahrrad auch. Ich habe ein neues Lastenfahrrad gekauft. Echt? Ja. Das, was draußen steht. Nee, das hier. Entschuldigung, das hier. Das ist, hat sich auch verdreifacht. Müssen wir mal mit Tilly. So doll? Wirklich. Also wenn du eins kaufst, tust du es nicht jetzt. Habe ich jetzt gerade in Auftrag gegeben. Aber vielleicht ist es auch schon so teuer. Frag mal nach, wie teuer dein Lasten ist. Habe ich schon. Das ist ja schon im... Ja, aber ich habe auch... genau, ich kaufe halt auch gerade so... Ja, weiß ich nicht. Also du kriegst halt auch gerade keine... Manche Parts kriegst du einfach nicht, ne? Ja. Deshalb kaufe ich dann manchmal zwei, damit ich dann die Felge schon habe. Noch nicht, Julian. Wir müssen noch die Panko-Pulte drüber machen. Hey, du, als hier Corona war, wir machen ja jede Woche 5, 6 Gerichte. Als hier Corona war, musste ich gucken, gibt es überhaupt Tomaten? Ja. Weil, keine Ahnung, in Italien gerade Lockdown ist und da gibt es keine Tomaten. Und nee, die ganzen LKWs kommen nicht aus XY, weil die ganzen Fahrer krank sind. Da war es echt jede Woche... sag ich mal, spannend, was kriege ich eigentlich, was kann ich auf die Karte packen? Und aber ich kann da zum Beispiel gar keine Preisbindung geben für eine Hochzeit im August. Mhm. So. Also, ja, können wir gerne machen alles, ich habe auch Zeit, aber ich gebe euch keine Preisbindung, weil ich habe keine Ahnung, was das letztendlich kostet. Dann in der Zeit. Hochzeit. Ja, ja. Welche Events caterst du am häufigsten? Was ist, Firmen. Kann man das sagen? Firmen-Events? Ja. Wie kommen die auf dich zu? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Machst du Werbung? Ich habe meine Internetseite gebaut, Instagram. Ich habe die Internetseite damals so ein bisschen versucht zu bearbeiten, indem ich überall weiß, auf weiß, Krepp, Catering. Das heißt, sobald man Google irgendwie... Hast du den Google-Algorithmus gehackt? Ja, habe ich gedacht, bis mir irgendjemand gemeint hat, ja, das geht nicht mehr, schon lange nicht mehr. Also okay, gut, dann... aber ich habe es vielleicht irgendwie im Ranking mittlerweile. Ich glaube tatsächlich durch das KRLP.
Dass sie da irgendwie manchmal, höre ich oft, ja, wir haben, fand das ganz interessant. So. Smart. Sag mal, also Crepe, ne? Französisch, C-R-E-P-E-S, glaube ich, schreibt man es. Genau. Und du schreibst Crepe. Genau, ich hätte irgendwie gedacht, ich bin auf keinen Fall Franzose. Tue jetzt auch nicht so. Ja. Julien. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wie nenne ich mich denn? Und irgendwie habe ich dann geguckt, was ist Crepe in Lautschrift? K-R-E-P, was Crepe heißt. Dachte ich aber, das sieht irgendwie scheiße aus. Ja. Und dann dachte ich, Crepe, einfach ein L. So, ja. Nach norddeutscher Art. Ja, geil. Smart. Wollen wir, bevor es kalt wird, mal probieren? Ja, okay. Ich glaube, wir haben uns voll verschnackt. Aber ich mag das. Okay, gut. Ich finde das nicht schlimm, wenn wir uns ein bisschen verschnacken. So, das sind jetzt Mac and Cheese. Geil. Das Rezept kommt irgendwie in die Description. Also hier in den Beschreibungstext machen wir das Rezept natürlich, wie immer. Ja, vegetarisch. Ich sag mal, wenn es kalt ist und wenn du nach so einer 20-Kilometer-Tour nach Hause kommst, dann ist das das richtige Essen. Ja. Und es ist auch reichlich, wie du. Ja, ich. Du hast ja nicht so großen Hunger, aber da müssen wir. Ach, das geht rein. Wir machen noch gleich was zu trinken auf. Ich zeig's mal kurz in die Kamera. Julian, geh mal in die Mitte, sonst bist du auf dem Bild. Ist noch nicht vorbei. Okay. Hier, die Mac and Cheese mit Panko-Bröseln. Schön cremig, crunchy, ein bisschen mit dem Panko-Bröseln und halt Käsesoße, Pasta. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Muss ich noch was sagen? Nee, ne? Hier, das sieht schön aus. Das sieht gut aus. Darf ich dafür noch ein Foto machen gleich? Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt Schluss. Ja. Hast du noch eine Message? Willst du noch was sagen? Deine Mama grüßen, sonst irgendwas? Ich glaube, die an unsere Millionen von Zuschauern. Mensch, ihr könnt irgendwas im Internet. Nee, ich bleib alle gesund. Passt auf euch auf. Ja. Und, seid lieb zueinander, sage ich immer noch. Genau. Seid lieb zueinander. Love Rules. Love Rules. Wenn ihr mal in Hamburg seid und einen Caterer braucht, der geile Crepe macht, super sympathisch ist, dann ruft bei Julian an oder geht auf seine Internetseite. Adresse? Crepe.de. Crepe.de. K-R-A-E-P. Auch. E-P. Ah, er geht auch. Ja. Crepe.de, kann man sich merken. Ja. Gut, Leute, schönen Feierabend und macht's es gut. Und guten Appetit. Tschüss. Ja. Ciao.